Bannon ist eine ganz interessante Figur. Also zum einen, wie viele der Ernannten von Donald Trump, hat er eine Vorgeschichte im Bankeninvestmentwesen einerseits, andererseits auch bei der Energiepolitik, hat sich dann mit Energiepolitik beschäftigt, aber dann auch Medien und Hollywood. Und dieses Dreieck, erfolgreich im Finanzsektor, Beschäftigung mit Energiepolitik und Hollywood, das ist so eine ganze, und Medien, das zeichnet eigentlich einige dieser Ernannten aus. Und ich glaube, da gibt es auch diese starke Affinität für Trump. Bannon hat dann sehr früh schloss sich dann sehr früh diesem damals neuen Netzwerk Breitbart an. Und Breitbart ist sowas für die alternative Rechte. Die sehen sie so ein bisschen als Agent Provocateur. Er selber ist eher medienscheu, steht ungern im Fokus. Man sieht auch, dass er bei gewissen Key Events dieser Transitions, Übergangs da nicht mal teilnahm und ist eher die graue Eminenz im Hintergrund. Und ihm wird sicher auch zugeschrieben, zusammen mit Kerrianne Conway, verantwortlich zu sein für den Trump-Sieg. Bannon ist natürlich auch bekannt dafür, dass er bei Breitbart für eine Medienorganisation tätig war, die zu Rassismus neigt, die für rassistische Äußerungen, die für homophobe und frauenfeindliche Aussagen zuständig war. Das trifft sich auch so ein bisschen mit Donald Trump. Da würde ich Donald Trump eher als jemanden einschätzen, der, ja, man kann auch sagen, shooting from the hip, also immer der so aus dem Bauch heraus ad hoc Dinge sagt, der aber nicht sehr ideologisch ist, der so ein bisschen der Mann seiner Generation, seiner Umgebung ist, sicher auch sexistisch und teilweise rassistisch, weil ihm gewisse Sensibilitäten fehlen, aber eher aus einer gewissen fehlenden Reflexion und Neugier heraus. Bei Bannon würde ich sagen, das ist ganz tiefe Ideologie hier. Und da geht es um ganz große Projekte. Und wir hören ja auch, dass Bannon daran interessiert ist, auch in Europa die Breitbart zu etablieren und hier auch in den europäischen Medien, sprich französischen Medien, im französischen Wahlkampf mitzumischen. Die Nikki Haley ist eine ganz interessante Person, die natürlich in einer anderen Administration vielleicht als Rechtsaußen gegolten hätte, die aber in einer Trump-Administration mehr oder weniger als gemäßigte Republikanerin gehandelt wird. Vielleicht das Interessante an ihr ist, sie ist die Tochter von Immigranten indischen Ursprungs, war die erste, glaube ich, die erste Sikh, die in den US-Kongress gewählt wurde, wurde dann aber von Sarah Palin quasi so eine Art Lackmustest der Ultrarechten kurz vor der Wahl, ein paar Wochen vor der Wahl empfohlen und ist dann eigentlich aus diesem Wahlgang als Siegerin hervorgegangen. Sie wurde, glaube ich, für das Amt nicht nominiert, aber ursprünglich vorgeschlagen, eben von ihrem Vorgänger im Amt von Mark Sanford. Und hat sich im Wahlkampf Trump einen Namen gemacht, dass sie ihn von Anfang an kritisierte eigentlich. Und jetzt ist halt die Frage, ist sie die, ja, ist das quasi die Symbolik, die Quotenfrau Strich aus Quotenausländerin? Mike Flynn war ein hochrangiger General und war bereits der letzte Direktor der Central Intelligence Agency, der Defense Intelligence Agency. Das heißt, die USA haben viele Geheimdienste, nicht nur den CIA, und das Militär hat viele eigene Geheimdienste. Und da gibt es eine zentrale Institution, die diese verschiedenen Geheimdienste koordiniert. Und Michael Flynn hatte diesen Posten innen. Unter Obama von 2012 bis 2014 ist er aber ein Jahr früher zurückgetreten von dieser Position. Und was man hörte, dass er quasi gegangen wurde, weil er einen extrem chaotischen Managementstil hatte und auch immer wieder kritisch war gegenüber der Obama-Administration. Wenn man dann eben in einer größeren Führungsposition ist und eben dann den Gesamtüberblick haben soll, wenn man da keine guten Management-Skills hat, dann ist es halt dann oft problematisch. Aber ich glaube, durch seine Reputation, als die Dinge in die Hand nehmen zu können, Dinge vor Ort umsetzen zu können, glaube ich, und da auch vor allem nicht aus der Etappe kommt, muss man sozusagen, sondern wirklich von der Front sozusagen kommt, das spricht halt auch Donald Trump hier an, der ja aufmischen möchte. Ist wie viele der Trump-Ernennungen auch, kommt aus einer sehr reichen Familie, also Milliardäre.
die sich sehr früh einem Art, man muss verstehen, dass vor allem die christlichen Fundamentalisten in den USA mit dem öffentlichen Schulsystem ein Problem haben, weil sie meinen, dass also ihre Werte nicht entsprechend vertreten seien durch die Trennung von Kirche und Staat. Und daher gab es vor allem in Michigan gab es lange Zeit sehr konservative, einflussreiche religiöse Kreise, die aber auch viel Geld hatten, Dinge zu organisieren. Und da gab es eine Bewegung, dass die Kinder zu Hause erzogen werden sollten, also im christlichen Sinne, oder dass eben vor allem die Kirchen in der Lage sein sollten, spezielle Schulen zu gründen, sogenannte Charter Schools. Und die Betsy DeVos war eine der großen Befürworterinnen dieses Charter School Movement, dieser Bewegung. Das heißt natürlich dann auch ein Infragestellen der Evolutionslehre und diverser anderer, sagen wir mal, sehr wissenschaftlicher Traditionen zurück zu einem Art, wie man sich die Welt halt ein bisschen als Elternteil am besten vorstellt. Am meisten fallen uns natürlich jetzt diese schillernden Persönlichkeiten auf, die aber untereinander unterschiedlich sind. Die haben zwar alle diese Connection zu Medien sehr oft oder zu Wall Street oder auch zur Energiepolitik, aber sind jetzt nicht die typischen Bürokraten, die sehr viel ministerielle Politikerfahrung haben, wie das sonst in Kabinetten ist. Daher werden wir auch sehen, ob die jetzt miteinander clashen. Es kann auch sein, dass das dann eigentlich alles extrem schief geht, dass Donald Trump sich dann irgendwann sehr ermattet von dem Tagesgeschäft zurückzieht und dem Kongress und dem Vizepräsidenten quasi die Präsidentschaft überlässt. Dass er einfach hier müde wird des Ganzen. Da gibt es auch Anzeichen seinem Charakter. Oder es kann sein, dass hier wirklich kein Stein auf den anderen bleibt, dass sich die Dinge auch völlig neu zusammenfügen. Wir haben vom Impeachment einerseits bis zu einer Revolution ist eigentlich alles möglich. Es wären sehr spannende Jahre, die vielleicht für die Welt problematischer wären als vielleicht für die USA selber. Also ich meine da, einiges an Reformen würde dem amerikanischen System ja nicht schaden und da gibt es sicher jetzt auch Möglichkeiten, Reformen. Andererseits glaube ich, werden die USA nationalistischer werden und werden sich viel stärker als bisher an eigenen innenpolitischen Vorgaben orientieren und vor allem an den Vorgaben von bestimmten Wählerschichten und Wählerkreisen, die die Komplexität der Welt nicht als solche wahrnehmen.